So, und dann widmen wir uns mal unserer Thymusdrüse. So diese klassische Türstehervariante. So die Männer, die da so stehen, wie so ein Kleiderschrank. Man sagt so Rasierklingen unter den Armen und dann hier so Bauch rein, Brust raus. An mir hier kommt keiner vorbei. Ja, so diese Geste, die kennen wir doch. Und da würde ich dich dazu einladen, mal so eine Geste einzunehmen, mal so eine Körperhaltung einzunehmen und dich gleichzeitig deiner Thymusdrüse zu widmen. Denn guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Diese Welt ist voller Freude und du darfst auch glücklich sein. Guten Morgen, ich grüße dich ganz herzlich heute zu Tag 9 der 21-Tage-Challenge. Und heute steht das unter dem Motto Bauch rein, Brust raus. Ich bin die Beste, du bist die Beste. Ja, heute stärken wir unser Selbstbewusstsein nochmal mit einer, ja, Klopftechnik. Komme ich gleich dazu. Es kann manchmal so simpel und einfach sein, sich in eine andere Stimmung zu versetzen. Es geht eigentlich so auf Fingerschnipp. Und wir haben jetzt, was haben wir denn? Wir haben den 12. Februar heute. Ja. Also, wir haben schon so 6 Wochen dieses Jahres erlebt. Und du hast ja vielleicht zum Jahresanfang das ein oder andere vorgenommen für dieses Jahr. Egal jetzt, was es ist, sei es, dass du dich mehr mit dir selbst beschäftigen wolltest, dass du deine Gesundheit auf ein anderes Level bringen wolltest, dass du vielleicht ein bisschen mehr Sport wieder machen wolltest oder morgens mit anderen Ritualen in den Tag starten wolltest, meditieren wolltest, deinem Herzen mehr folgen wolltest dieses Jahr oder was auch immer es ist. Und vielleicht merkst du, dass so ein schleichender Prozess auch schon wieder da ist, wo du wieder so alte Gewohnheiten sich eingeschlichen haben, wo du wieder so dazu geneigt bist, dich in dein Schneckenhaus zurückzuziehen und mit ganz, ganz wenig Freude, Energie in den Tag startest und insgeheim schon so befürchtest, ah, ich glaube, das wird wieder nichts dieses Jahr hier mit meinem Selbstbewusstsein stärken. Also ja, vielleicht kommt dir das ein oder andere in der Richtung bekannt vor. Und da gibt es jetzt heute noch mal eine Wende in deinem Leben, denn ich möchte dir jetzt mal die Rückenstärkung geben, dass jetzt wiederum der richtige Zeitpunkt ist, durchzustarten und dein Selbstbewusstsein, den Tatendrang, die Dinge, die dir wirklich am Herzen liegen, jetzt wirklich anzupacken, ja, zu stärken und es auch wirklich anzugehen. Und weil das, wenn man sich sowas zu Beginn vorgenommen hat oder vielleicht sich auch schon wie so ein roter Faden durchs Leben zieht, die Dinge, die man eigentlich gerne machen möchte und immer mehr merkt, ich habe immer mehr so das Gefühl, dass ich geliebt werde, dass das Leben an mir vorbeizieht. Der Körper schickt mir auch schon so die ein oder anderen Symptome. Ich habe ständig Nasennebenhöhlenentzündung oder ich habe ständig die Nase voll. Ich bin ständig verschnupft. Und was weiß ich habe ständig Rückenschmerzen, Bauchschmerzen, was auch immer. Unsere Seele, die möchte uns wachrütteln mit diesen Signalen. Die weiß einfach irgendwann nicht mehr weiter. Die hat uns schon so viele Botschaften geschickt und wir laufen so töricht in der Gegend rum und erkennen die Botschaften nicht. Und dann weiß die Seele, deine Seele, dein Überbewusstsein, dein Herz, ganz gleich, welchen Namen du dieser Instanz gibst. Hallo, liebe Fanja, schön, dass du dabei bist. Dann weiß sie sich keinen Rat mehr. Wie willst du dich jetzt noch wachrütteln, dass du endlich aufhörst zu funktionieren, dass du endlich aufhörst, es anderen gerecht zu machen, das Leben anderer zu leben, dass du endlich aufhörst, dein Leistungsbewusstsein weiterzuentwickeln, sondern einfach mal anfängst, ein Selbstbewusstsein zu entwickeln und auf diese leise Sprache der Stimme einfach mal hörst. Und dann schickt sie dir Signale über den Körper. Das sind diese Disharmonien, die sich dann uns zeigen. So, kommen wir jetzt zurück zu dem Thema mangelndes Selbstvertrauen, mangelndes Selbstbewusstsein, wenn du dir Dinge vorgenommen hast und ja, jetzt merkst, es geht wieder hier so ins Tief.
Dann lade ich dich dazu ein, dir ein weißes DIN A4-Blatt zu holen und da die Zahlen untereinander drauf zu schreiben, 1 bis 21. Und dann schreibst du dir bitte da mal 21 Dinge auf, die du schon gut in deinem Leben gemeistert hast. Allem, was wir Aufmerksamkeit schenken, bekommt Energie und wächst. Wir sind nur immer dazu geneigt, die Aufmerksamkeit auf die Dinge zu richten, die gerade mal nicht so gut funktioniert haben oder die nicht funktionieren. Ich kann mich gut, fällt mir gerade ein als Beispiel, an meinen ersten Kongress, den ich gemacht habe. 2016 war das, genau. Über 6000 Teilnehmer, es waren fast 7000. Und so der erste Tag, es steckte enorm viel Arbeit da drin. Ich war ja da so als Self-Made Woman unterwegs. Ich habe Tag und Nacht durchgearbeitet. Also es war wirklich eine ganz, ganz heftige Zeit. Dann kommt der erste Tag, die ersten drei Sprecher sind online und du freust dich riesig und du gehst in dein E-Mail-Postfach und das ist voller E-Mails mit Feedback, Rückmeldungen und du freust dich einfach nur. Du hast noch keine E-Mail geöffnet, aber die erste E-Mail, die du dann anklickst, also bei mir war das so, ein gefülltes Buch an Kritik an mir, über meine Art zu sprechen, über meine Art, das Interview zu führen, über meinen Haarschnitt, was weiß ich, einfach nur Kritik, Kritik. Und mein Denker war nur dazu geneigt, sich auf diese Kritik einfach zu stürzen und sich damit zu beschäftigen, dass noch, weiß nicht, 50, 60 Mails im Postfach waren, die sich bedankt hatten, die sich ja, glücklich fühlten, diese Inspirationen bekommen zu haben. Das habe ich auch gelesen. Aber mein Kopf, mein Denker hier, der war nur mit dieser einen Mail beschäftigt, mit dieser einen Person, die mich da kritisiert hatte. Und so sind wir einfach gestrickt, das mal als Beispiel, wir sind dazu gestrickt, die Aufmerksamkeit auf die Dinge zu richten, die einfach mal gerade nicht so prickelnd sind, wo wir kritisiert werden, wo irgendwas im Leben nicht so läuft, wie wir es uns gerade vorgestellt haben. Statt die Aufmerksamkeit, und dann, das bekommt dann eben auch Energie und wächst und je tiefer geht es in den Keller rein. Statt die Aufmerksamkeit dann bewusst auf die Dinge zu richten, die schon wunderbar sind im Leben, die man wunderbar gemeistert hat, wo man schon Meister in seinem Leben geworden ist. Und deshalb, um dir das mal zu verdeutlichen, schreib bitte mal deine eigene Liste, hol dir ein DIN A4-Blatt, schreib die Zahlen 1 bis 21 dahin, nimm dir Zeit, hock dich davor und schreib da mal 21 Punkte auf, die du wunderbar in deinem Leben schon gemeistert hast. Allein dadurch versetzt du dich in eine andere Energie und wirst merken, wie es dir Energie schenkt, wie es dir besser geht. Und wenn dir nichts einfällt, dann schreib bitte auch so banale Dinge auf, wie du hast mal laufen gelernt, du hast sprechen gelernt, du hast einen Schulabschluss gemacht, ganz gleich welcher. Du hast vielleicht eine Berufsausbildung gemacht, du hast einen Führerschein gemacht, du hast Kindern das Licht dieser Welt erblicken lassen, du hast Kinder bekommen, du hast einen wunderbaren Partner gefunden, keine Ahnung. Also finde bitte auch solche Dinge und schreib auch die auf die Liste. Weil damit machst du dir mehr und mehr bewusst, was du wunderbar in deinem Leben gemeistert hast. Und 21 Dinge, das ist eigentlich ganz wenig. Ich habe jetzt nur mal 21 Dinge geholt als Vorschlag für dich, damit du es wenigstens machst. Und wenn ich 100 Dinge sage, dann kommt vielleicht so der Denker, oh, ich habe keine Zeit und das ist mir zu langwierig und. Deshalb 21 Dinge hast du in 10 Minuten auf dem Blatt Papier. Okay. Hallo, liebe Christine. Guten Morgen. Schön, dass auch du dabei bist. Genau. So. Und dann widmen wir uns mal unserer Thymusdrüse. Du kennst, vor allem von Männern kennen wir das, ne? So, ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen soll. So das klassische Bild, das ist ein bisschen bewertend, aber einfach nur mal, um ein Bild in deinem Kopf zu erwecken. So diese klassische Türsteher-Variante, so die Männer, die da so stehen wie so ein Kleiderschrank, man sagt so Rasierklingen unter den Armen und dann hier so Bauch rein, Brust raus, an mir hier kommt keiner vorbei, ja, so diese Geste, die kennen wir doch. Und da würde ich dich dazu einladen, mal so eine Geste einzunehmen, mal so eine Körperhaltung einzunehmen,
und dich gleichzeitig deiner Thymusdrüse zu widmen. Denn nicht nur, ich zeige dir gleich noch die Technik, mit der wir das machen, nicht nur, dass du damit dein Selbstbewusstsein mit dieser Haltung da förderst und stärkst, sondern du stärkst auch dein Immunsystem zusätzlich noch, dein Immunsystem, die Körperabwehr gegen Viren, gegen Bakterien, was auch immer da in dein Immunsystem eindringen möchte, das stärkst du, weil das ist unter anderem die Funktion der Thymusdrüse. So bis zur Pubertät ist die Thymusdrüse fit und vital, sage ich jetzt einfach mal. Hallo lieber Olaf, schön auch dich hier zu sehen. Guten Morgen. Und ab dem heranwachsenden Alter schrumpft diese Thymusdrüse. Das kannst du dir so vorstellen, dass sie so schrumpft wie so ein Apfel. Und durch Klopfen können wir die wieder aktivieren. Und das kannst du ganz auf deine eigene Art und Weise machen. Die Thymusdrüse, muss mal hier die Kamera ein bisschen runter machen, damit du das hier besser siehst, die befindet sich hier so in der Mitte vom Brustbein. Und die kannst du aktivieren, indem du einfach nur mit den Fingern da so drauf klopfst, mit allen vieren Fingern oder nur mit zweien. Mach das ganz, wie du das möchtest, kannst du jetzt auch gerne sofort mitmachen. Und du kannst es natürlich noch verstärken, indem du sogar mit der Faust machst. Und wenn du es noch heftiger, der Olaf ist gerade erstaunt, dass ich die Thymusdrüse erwähne. Warum erstaunt dich das? Die aktivieren wir jetzt. Schreib's mir mal rein, warum dich das erstaunt. Oder sind wir so miteinander verbunden, energetisch, dass du dich auch gerade mit der Thymusdrüse beschäftigst? Kann ja sein. Schreib's mal rein. Ja, du kannst es sogar noch verstärken, indem du eben hier mit beiden Fäusten draufklopfst und in diese Haltung hier reingehst. Und dann nimmst du die 21 Punkte, die du dir auf ein Blatt Papier geschrieben hast, und liest die ab und klopfst währenddessen hier deine Thymusdrüse. Ich nehme jetzt einfach mal diese simple Beispiele, was jeder von uns schon gemacht hat. Ich habe laufen gelernt. Ich habe einen Schulabschluss gemacht. Ich habe wunderbare Kinder zur Welt gebracht. Ich habe einen wunderbaren Partner an meiner Seite. Ich habe ein tolles Outfit. Ich bin eine wunderbare Frau. Ich bin ein wunderbarer Mensch. Ich habe den Führerschein gemacht und, und. Und so gehst du diese 21 Punkte durch. Bestenfalls jeden Tag, damit sich das hier in dein Unterbewusstsein auch einpflanzt, damit das mal ins Gehirn reingeht, was für eine einzigartige Person du bist, was für ein wunderbarer Mann, eine wunderbare Frau du bist. Und damit stärkst du das. Und dann kannst du es dir auch noch ganz leicht machen, wenn du ab morgen aus dem Haus gehst, dass du hier vorher hier diese Körperhaltung einnimmst und einfach nur ohne an irgendwas zu denken, deine Thymusdrüse aktivierst und so mit einer anderen Körperhaltung einfach aus dem Haus gehst. Und mit deiner Körperhaltung ist eh etwas, was ich dir ans Herz legen würde, dass du mal auf deine Körperhaltung überhaupt achtest. Denn zum einen bei diesem Aktivieren der Thymusdrüse, aber auch wenn du eine aufrechte Körperhaltung hast. Ganz nach dem Motto Brust raus, Bauch rein. Du kannst dann dich nicht schlecht fühlen. Du kannst nicht hier deine Thymusdrüse aktivieren und sagen, was du für eine wunderbare Frau bist und gleichzeitig negativ über dich denken. Unser Gedankenkabarett. Wenn wir dem mal einen Raum geben, wenn wir das mal aufschreiben, was ist alles bewertend und beurteilend und vor allem verurteilend über uns selbst denkt, so würden wir nicht mit dem besten Freund oder mit der besten Freundin reden. Und so gehen wir mit uns selbst um. Und eigentlich sollten wir uns selbst doch am nächsten sein. Und das ist ein weiterer Schritt bei dieser Übung hier, Thymusdrüse aktivieren, dass du ein anderes Statement bekommst, dass du damit dich in eine andere Energie versetzt und ja, in eine hohe Energie. Es ist alles Schwingung. Und wenn du dich nicht gut fühlst, dann hockst du so da und bist in einer niedrigen Schwingung. Und bitte, wie viel? Das ist live. Und bitte, sorry, ich habe vergessen, den Hörer neben dran zu legen. Und bitte, wem dienst du damit, wenn du dich in einer so schlechten Energie befindest?
du willst doch ein Mehrwert für deinen Partner sein oder ein Energiespender für deinen Partner, für deine Kinder, für dein Umfeld, für deine Kollegen, wie auch immer. Wem dienst du damit? Weder deinem Umfeld noch dir selbst. Und wem kannst du dienen, wenn du mit diesem Statement, mit einer hohen Energie durch dein Leben gehst, dir selbst und deinem Umfeld, den Menschen, die dir am Herzen liegen, deinen Kunden, deinen Klienten, deinen Kindern, deiner Familie, deinen Kollegen, wem auch immer, allen. Und es kostet einfach nur mal für einen Moment, vielleicht auch eine Überwindung hinzugehen, das Blatt Papier erstmal zu holen, die 21 Punkte aufzuschreiben, hinzugehen und dann hier zu klopfen, weil du dich vielleicht ein bisschen seltsam vorkommst. Aber spür mal gleichzeitig hinein, wie gut es dir tut, was es mit dir macht. Ja? Und dann wirst du spüren, wie du in eine ganz andere Energie kommst, wie du ja deinen Tag auf eine andere Art und Weise verbringst und wie sicherlich dann eben auch mal Menschen dich ansprechen und sagen, hey, irgendwas verändert sich bei dir gerade. Ich merke, du hast irgendwie eine andere Ausstrahlung. Was ist los mit dir? Und das ist dann so die Rückenstärkung für dich, dass du auf dem richtigen Weg bist. Also beginne mal damit, dein Selbstbewusstsein aufzubauen, dein Vertrauen in dich selbst, indem du das regelmäßig machst. Dieses ganze nicht förderliche Gedankenkabarett, was in deinem Kopf vorgeht, das hast du tausende und abertausende von Male gehört. Und so hat es sich hier reingepflanzt. Und so machst du dir selbst mit diesen Dingen dein Leben letzten Endes schwer. Treff die Entscheidung, dich da rauszuholen und auf diese simple Art und Weise jetzt, eines von vielen Übungen, die du ja hier von mir anhand bekommst, dein Selbstbewusstsein zu stärken, das Vertrauen in dich selbst. Es lohnt sich. Es lohnt sich. Gut. Wunderbar. Das zur Thymusdrüse, zum Aktivieren der Thymusdrüse. Genau. Und jetzt kommen wir noch einmal abschließend heute hier zur Ruhe. Nehmen eine bequeme Sitzhaltung ein. Der Rücken sollte möglichst gerade sein, aufrecht sein, damit die Energie frei fließen kann. Die Füße sind nebeneinander auf dem Boden, sodass du auch Kontakt zur Mutter Erde hast, die dich nährt und trägt. Die Handfläche, die Hände mit den Handflächen nach oben gerichtet, gerne auf die Oberschenkel legen. Und dann lade ich dich ein, so zwei, drei tiefe Atemzüge zu nehmen und ganz im Hier und im Jetzt anzukommen. Ganz in die Stille zu kommen, nachdem ich dich jetzt wachgerüttelt habe. Kommen wir jetzt noch einmal in die Stille. Nimm die Sitzfläche wahr, die dich trägt. Und vielleicht magst du auch mal für einen Moment deinen Beckenboden anziehen, deinen Beckenboden anspannen, hochziehen. Es hilft dir noch dabei, mehr zentriert zu sein, in deiner Mitte zu sein. Und lass deinen Atemstrom ganz, ganz leicht und frei fließen, ein und aus, ohne etwas zu verändern. Die Gedanken, die jetzt aufkommen, dürfen aufkommen. Lass sie einfach weiterziehen. Wunderbar machst du das. Vielleicht kannst du die Ruhe, den Frieden und die Stille auch spüren, die dich jetzt umgibt. Trotz Außengeräuschen ist Stille da. Wunderbar. Und dann lade ich dich ein, dir vorzustellen, wie es wäre, wenn du dich jetzt ausdehnen könntest. Wenn du dich ausdehnen könntest über deinen physischen Körper hinaus.
Stell dir einfach vor, wie es wäre, wenn du mit den nächsten Atemzügen dich ausbreitest, ausdehnen kannst, über deinen physischen Körper hinaus, nach rechts, nach links, nach vorne, nach hinten, nach oben, nach unten, wie du so den Raum einnimmst, in dem du dich befindest, mit deiner ganzen Präsenz. Stell dir das einfach vor, einfach mitmachen und vorstellen. Du kannst da nichts falsch machen, einfach tun. Und dann spür mal hinein, wie gut sich das für dich anfühlt, wenn du dich so ausbreitest, wenn du dich so deiner wahren Größe näherst, deiner wahren Kraft und Energie näherst. Nimm den Raum, in dem du dich gerade befindest, so mal mit deiner ganzen Präsenz ein. Nimm mal diese positive Schwingung wahr, die jetzt zu dir kommen möchte, nimm sie an. Und ich habe da immer so das Gefühl, in dieser Schwingung so ein bisschen hin und her zu wippen, zu wiegen. Dann mach das gerne. Folge deinem Körper, wenn der sich jetzt so ein bisschen bewegen möchte, so ein bisschen mitschwingen möchte in dieser wunderbaren Energie. Dann gib dich ganz dieser Energie hin und erlaube dir und deinem Körper, da so ein bisschen mitzuschwingen. Wunderbar. Und erlaube dir auch jetzt mal ein Lächeln in dein Gesicht huschen zu lassen. Erlaube dir ein Lächeln. Erlaube dir, die Mundwinkel nach oben zu ziehen und zu lächeln. Damit produziert dein Körper zusätzlich noch das Glückshormon Serotonin. Das wird dir noch weiterhelfen, dich heute glücklich und befreit zu fühlen, in deiner eigenen großartigen Energie zu sein und zu verweilen. Und triff jetzt gerne die Entscheidung, heute so oft wie möglich in deiner Wahrnehmung zu sein und dir mit den Fingern auch zwischendurch immer mal wieder auf deine Thymusdrüse zu klopfen und dich so selbst zu stärken, deine Thymusdrüse zu aktivieren und dich selbst zu stärken, in deinem Bewusstsein, dass du eine wunderbare Frau, ein wunderbarer Mann bist, dass du dir erlauben darfst, in deine wahre Kraft, Größe, Stärke und Energie zu kommen. Das kannst du tun, indem du heute immer mal wieder mit deinen Fingern auf die Brust dir klopfst, deine Thymusdrüse aktivierst. Und wenn du es verstärken möchtest, wenn du mit dir alleine bist, dann mach die Übung so, wie wir es eben besprochen haben. Bauch rein, Brust raus und so richtig kräftig. Stell dir das jetzt gerne mit geschlossenen Augen auch nochmal vor, wie du da stehst, deiner wahren Größe und dir auf die Brust klopfst und dich so bestärkst in deiner Einzigartigkeit. Wunderbar. Und dann in einen tiefen Atemzug. Atme tief durch den Mund aus und nochmal tief einatmen und durch den Mund ausatmen. Und noch einmal tief einatmen und tief ausatmen und beweg dich dann noch mal ein bisschen. Nimm einen weiteren tiefen Ein- und Ausatmungszug, öffne deine Augen, komm wieder ganz im Hier und im Jetzt, hellwach, topfit und voll guter Energie an und gestärkt für den heutigen Tag. Und denk dran an die Übung, weißes DIN A4-Blatt Papier holen, 21 Punkte aufschreiben, die du schon gut in deinem Leben gemeistert hast und dann hier
Thymusdrüse aktivieren. Und schreib mir gerne mal in die Kommentare, wie deine Erfahrungen damit sind. Ich wünsche dir einen wunderbaren, energiereichen Tag für heute. Wir sehen uns morgen nochmal. Klopf dir auf die Brust, klopf dir auf die Schulter, wie gut du das jetzt gemacht hast, wie gut du am Start bist, dass du auch die Entscheidung getroffen hast, deinem Leben jetzt immer mehr und mehr eine andere Richtung zu geben, dich selbst zu entdecken, dein Selbstbewusstsein auf ein anderes Level zu bringen, deinen Seelenplan zu entdecken, dem Ruf deiner Seele mehr und mehr zu folgen. Du bist wunderbar und einzigartig. Hab einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen nochmal. Bis dahin. Ciao, ciao.